kriegt auch Materie im Universum, von der man weiß, dass sie existiert, aber wir können sie nicht identifizieren mit irgendwas, nicht mit irgendwelchen Objekten, Teilchen oder so. Deswegen nennt man das dann auch dunkle Materie. Und in dem Analogon wurde dann diese Kraft dunkle Energie genannt. Das sind eigentlich nur Ausdrücke für, um was einen Begriff zu haben, was zu beschreiben, was man momentan nicht versteht. Wenn man wüsste, was es ist, was für eine Kraft oder was für eine Materie, dann würde man das natürlich dann genauer beschreiben.